Mein Name ist Michael Ruf, ich bin von der Bühne für Menschenrechte. Wir machen Dokumentartheater und unser erstes Stück sind die Asylmonologe. Dokumentartheater heißt, dass wir Menschen interviewt haben und dass wir diese Interviews dann umgeformt haben zu Monologtexten. Und es sind Schauspieler, die diese Erzählungen dann darbieten. Und die Asylmonologe erzählen von drei Menschen, die ein Nein nie als Antwort akzeptiert haben. Das sind Schauspieler, sind es wahre Geschichten, die sie autobiografisch wiedererzählen? Es sind, wie gesagt, Interviews, die Grundlage bilden für die Asylmonologe. Es sind nicht nur wahre Geschichten, sie werden auch in der Originalsprache der Protagonisten dargeboten. Wir haben nichts hinzuerfunden, sondern das Ganze kann als wortgetreues Theater bezeichnet werden. Und wie sind Sie auf das Thema gekommen? Was liegt Ihnen daran? Es gibt in England eine Organisation, Actors for Human Rights, die mich sehr inspiriert hat. Diese Organisation arbeitet auch mit dokumentarischem Theater. Und diese Organisation hat in ganz England ein Netzwerk an mittlerweile 600 professionellen Schauspielerinnen und Musikerinnen aufgebaut. Das heißt, in 5 Jahren wurden 10 Lesungen entwickelt und dargeboten und von diesem Netzwerk eben immer wieder in unterschiedlichen Städten dargeboten. Und wir möchten hierzulande Ähnliches tun. Und wir hatten jetzt vor einem Dreivierteljahr Premiere der Asylmonologe. Und in diesem Zeitraum haben wir auch schon ein Netzwerk an 75 Schauspielerinnen und Musikerinnen in 25 Städten in diesem Lande aufgebaut. Bildet denn Ihr Dokumentartheater eine Kritik? Soll es eine Kritik aussagen? Es geht um Asyl in Deutschland und es gibt hier sehr viel zu kritisieren. Und was müsste sich Ihrer Meinung nach an der aktuellen Asylpolitik ändern? Da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich anfangen sollte mit den Punkten, die sich hier ändern müssten. Aber wir haben jetzt keine spezifische Agenda, die wir fordern, sondern wir kooperieren mit verschiedenen Organisationen im Menschenrechtsbereich, im Asylbereich. Das heißt, Organisationen nutzen die Aufführung der Asylmonologe, um dann vor Ort bestimmte Diskurse zu initiieren oder bestimmte Diskussionen zu verstärken. Und diese Organisationen nutzen die Aufführung der Asylmonologe, gefolgt von einer Diskussion, dazu vor Ort dann Menschen zu politischem Engagement zu motivieren. Gut, vielen Dank.